Zweitens, wir verbrauchen für die Herstellung und Betrieb laut Materialentnahmeschein 10.000 Rohstoffe, 3.000 Hilfsstoffe, 2.000 Betriebsstoffe. Also, wir buchen per, und jetzt Achtung, Rohstoffverbrauch heißt das Konto an Rohstoffe, und zwar 10.000. Das gleiche hier, per Hilfsstoffverbrauch an Hilfsstoffe 3.000 und das gleiche Prinzip per Betriebsstoffverbrauch. Manche sagen auch Verbrauch Betriebsstoffe, das ist das gleiche. Per Betriebsstoffverbrauch oder Verbrauch Betriebsstoffe an Betriebsstoffe 2.000. Ja, Achtung, das hier sind alles Aufwandskonten, gehören in den Erfolgskontenkreis. Und das hier sind alles Aktivbestandskonten, gehören in den Bestandskontenkreis. Ja, sehr, sehr wichtig. Wir brauchen also drei Konten: Rohstoffverbrauch, Betriebsstoffverbrauch und Hilfsstoffverbrauch. Rohstoffverbrauch Hilfsstoffverbrauch und Betriebsstoffverbrauch. Betriebsstoffverbrauch. Rohstoffverbrauch war 10.000. Per Rohstoffverbrauch an Rohstoffe 10.000. Betriebsstoffverbrauch war, glaube ich, 3.000. Gucken wir nochmal nach. Nein, Hilfsstoffverbrauch war 3.000. Betriebsstoffverbrauch war 2.000. Also, per Hilfsstoffverbrauch 3.000, an Hilfsstoffe 3.000, per Betriebsstoffverbrauch 2.000, an Betriebsstoffe 2.000. Soll haben. Noch einmal, Rohstoffverbrauch ist ein Aufwandskonto, gehört in den Erfolgskontenkreis. Wir buchen also per Rohstoffverbrauch oder per Verbrauch Rohstoffe an Rohstoffe, also ein Abgang auf dem Bestandskonto Rohstoffe. Weiter geht's. Drittens hier. Im Betrieb entstehen weitere Aufwendungen. Banküberweisung für Büromaterial 800, Prepaid-Karten 300, Betriebssteuern 400. Wieder ein gespaltener Buchungssatz hier. Wir buchen per Büromaterial 800. Achtung jetzt wieder. Per, es geht noch nicht jetzt an, sondern per Prepaid-Karten. Per Prepaid-Karten 300 und per Betriebssteuern 400. Und alles zusammen geht an Bank, denn da oben steht Banküberweisung. Das sind 800, 1200, 1500 Euro. Verbuchen wir das wieder auf den entsprechenden T-Konten. Wir brauchen also ein Konto Büromaterial soll haben. Das waren 800 Euro. Dann die Prepaid-Karten soll haben und die Betriebssteuern. So, schauen wir wieder auf die Beträge. Prepaid waren 300, Betriebssteuern 400, also per Prepaid 300 und per Betriebssteuern 400 und das Ganze an Bank 1500.